Hallo zusammen bei einer weiteren Folge von La Vitrine. Happy New Year! Ich hoffe, ihr seid alle gut gerutscht. Ich bin gut gerutscht. Wie sagt man so schön? Neues Jahr, neues Glück. Let's get into it. Schreibt mir doch in die Comments, wie ihr Neujahr gefeiert habt. Es nimmt mich noch Wunder. Wir haben dieses Jahr ganz viele neue Sachen für euch. Und wir fangen das straight up hart an. Das Unboxing, das wir heute machen, ist von einer Box, die es nur 200 Mal auf der Welt gibt. Überlegt euch gerade mal kurz, wie viele Menschen es gibt. Etwa 8 Milliarden geteilt durch die 200. Nicht einmal 0,000025% haben die Box auf diesem Planet. Und ich darf sie unboxen. Das ist eine ziemliche Ehre für mich. Die Box gehört aber leider nicht mir. Die gehört an einen guten Kollegen von mir, an einen Innerschweizer Sneakerhead, der schon ein paar Jahre sammelt. Und uns auch in den nächsten Videos vielleicht ein bisschen unterstützen. Ihr werdet es sehen. Ich will eigentlich gar nicht gross rumschnurren, fangen wir doch einfach gerade straight up an mit dem Unboxing. So gross ist die Uhrenbox. Wir sagen, wir fangen mal an. Massives Holz. Sehr ein geiler Deckel, schön eingraviert, das Jordan Logo. So, da sind jetzt mehrere Sachen. Ich fange glaube zuerst mal beim Zubehör an und dann schauen wir uns die Schuhe selber nochmal an. Das erste, was drin ist, ist das Cap. Air Jordan Cap, schwarz auf weiß, sehr geile Farbkombo mit dem Space Jam Logo drauf. Schön schwarzes Seidenpapier eingepackt. Dann haben wir hier noch ein T-Shirt. Auch ganz geil. Das ist das T-Shirt. Richtig hart. Ein Space Jam T-Shirt. Natürlich auch passend zum Schuh und zum Film, der vor 20 Jahren rausgekommen ist. Übrigens mein Lieblingsfilm und mein Lieblingsschuh. Das nächste, was drinnen ist, ist ein Fläschchen. Wieso das Fläschchen? Für alle die, die den Film nicht gesehen haben. Space Jam. Erstens, ihr müsst den Film unbedingt schauen. Und zweitens, haben sie dem Film ein wichtiges Basketballspiel und alle sind ein bisschen außer Kraft und so. Und dann brauen sie sich ein Secret Stuff, also so eine Art Energy Drink. Was die Spieler aber nicht wissen ist, sie dort nur Wasser rein. Und sie denken halt, das ist an Michael Jordan sein spezielles Getränk, dass er so gut ist. Und weil sie das trinken, sind sie nachher alle hure stark. Das wäre das Fläschchen, das jetzt mit dem auf sich. Ganz geil, dass das in der Box dabei ist. Dann kommen wir zum Eigentlichen, zu dem, wo ich mich eigentlich am meisten drauf freue in dieser Box. Nämlich zu dieser Box. Ihr habt die Box vielleicht schon mal gesehen, ihr kennt sie vielleicht. Der Schuh ist ja jetzt auch schon vor einem Monat rausgekommen. Ich bin leider ein bisschen spät, es ist auch ein bisschen gegangen, bis die komplette Special Box da war mit allem dem drinnen, bis wir ein kleines Video machen können. Schauen wir doch gerade mal rein. Sehr geile Verpackung, das 23. Und damals 45. Typisch das 11er Logo. In der Box drin, auf dem Plastik, wo man auch rausnehmen kann. Sehr hochwertig verpackt, wieder das 45. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Ding, was da drinnen ist. Nämlich zu dem Air Jordan 11 Space Jam.
Wie ihr alle wisst, mein absoluter Lieblingsschuh aus dem Jahr 2016. Das ist jetzt der neueste. In der Special Box von Kicks Deutschland. Stell den mal hier hin. Was auch noch ganz geil ist, in der Box, im Deckel, also in der Schuhbox, Schuhschachtel. Und auch auf dem Boden ist so ein Galaxy Print drauf, für die, die das noch nicht gesehen haben. Ist geil, um den Schuh so ausstellen oder einfach zum Anschauen, wirklich filmen, die haben sie sich gegeben. Sehr hochwertiges Material, alles, die ganze Box, plus auch die massive Holzschachtel. Der Schuh, meiner Meinung nach, sehr schön umgesetzt. Wirklich, auch dass sie das Glänzige das mal ein bisschen weiter aufgezogen haben. Ganz schön. Ich werde euch jetzt noch ein bisschen Ausschnitte, ein paar Detailaufnahmen von dieser Box zeigen, dass ihr wirklich auch nicht nur von weitem, auch von näher mal seht, wie hochwertig und wie schön das alles verpackt ist und was da genau alles zu dieser Box gehört. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Den 11er Jordan habe ich mir selber natürlich auch noch gegettet. Leider nicht in dieser geilen Box, aber man kann nicht alles haben. Ich möchte mich noch ganz herzlich bei euch bedanken für die fast 200 Abonnenten. 200 von diesen Boxen, 200 Abonnenten. Es braucht etwa noch 5. Also jetzt gerade, wo ich das Video am Drehen bin, braucht es genau noch 5 Abonnenten, damit die 200 geschafft. Ich denke, das schaffen wir in einer Woche. Und dann habe ich mir etwas überlegt, wie wir zusammen das schaffen, dass die La Vitrine-Familie, die Community, viel schneller wächst. Wenn genau du, der das Video jetzt schaust, dafür sorgst, dass nur eine Person, nur eine andere Person unseren Kanal abonniert, haben wir schon einen Abonnenten mehr. Und wenn das jeder von euch macht, haben wir innerhalb von kürzester Zeit die doppelte Abonnentenzahl. Meint ihr, das schaffen wir? Also das ist unser Ziel. Frühling 2017, die doppelte Abonnentenzahl von jetzt. Danke, dass du wieder geschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Yeah, 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 yeah.